Hier sehen wir wieder ein Live-Bild aus dem HHZ. So sitzen wir hier den ganzen Tag. Spaß. Das ist aber tatsächlich hier links der Martin Kinitzki, Doktorand. Der hat Digital Business Engineering studiert, beziehungsweise Services Computing. Heute Digital Business Engineering und ist mittlerweile recht erfolgreich hier seiner Promotion unterwegs, wird betreut hier rechts vom Dieter Hertwig. Und ganz da hinten sehen wir den Jan Fauser, auch gleiche Story, Absolvent hier bei uns, die Christine Koppenhöfer in der Mitte. Das heißt, das sind alles Doktoranden. Insgesamt haben wir da mittlerweile eine recht große Doktorandengruppe, über 25 Doktoranden, die im HHZ Promotionsprogramm unterwegs sind. Und das ist tatsächlich auch ein Programm, das wir hier organisieren in unterschiedlichen Forschungsgruppen. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist, dass man natürlich wie bei jeder Promotion auch einen Betreuer findet. In der Regel ist es dann ein Professor am HHZ, der eine Forschungsgruppe betreibt. Die Forschungsgruppen selbst finden Sie auf der HHZ-Webseite. Da ist auch so ein bisschen dargestellt, um welche Themen es in den Forschungsgruppen geht, was so also aktuelle Publikationen sind, welche Doktoranden dazugeordnet sind. Ja. In der Regel kooperieren diese Forschungsgruppen auch mit der Unternehmenspraxis, mit Partnern jetzt wie Kaufland, Bosch, Bosch Siemens, Hausgeräte. Wir machen aktuell gerade auch wieder eine Studie für MHP. Das ist mittlerweile schon die dritte Studie, die wir mit MHP und Porsche zusammen machen. Ne. Daimler natürlich, ja, das heißt, es gibt da auch Kooperationen. In diesen Gruppen und auch einige Doktoranden, die parallel quasi aus der Industrie kommend dann auch noch arbeiten und, wenn man so möchte, berufsbegleitend promovieren. Die meisten Doktoranden sind allerdings Mitarbeiter am Hermann-Hollerith-Zentrum oder Mitarbeiter am Zentrum Digitalisierung Böblingen. Das ist ein großes Digitalisierungszentrum, das wir hier vor einigen Jahren gegründet haben und auch mit am Hermann-Hollerith-Zentrum beherbergen. Da sind Doktoranden angestellt oder es sind schlicht und einfach Stipendiaten oder Mitarbeiter in Forschungsprojekten, die aus Forschungsdrittmitteln dann finanziert werden. Ne? Wir bieten so im Schnitt pro Semester 5 Plätze an. Das heißt, durchschnittlich starten dann in jedem Semester 5 neue Doktoranden. Das können auch mal mehr oder mal weniger sein. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viele Kandidaten gibt es denn und wie viele Finanzierungsmöglichkeiten sind momentan auch gegeben, welche Projekte sind da. Was alle Doktoranden gemeinsam haben, ist allerdings, dass sie doch auch ein gemeinsames Studienprogramm absolvieren. Hier im Umfang von 48 ECTS. Das heißt, es gibt jedes Semester Doktorandenseminare und Doktorandenkolloquium. Das heißt, im Seminar erlernt man nochmal spezifisch Forschungsmethoden, die man benötigt. Im Kolloquium stellt man die eigene Forschungsarbeit oder die Forschungsidee vor und diskutiert die mit entsprechend anderen Doktoranden und Professoren. Ne? Das Ganze in Kooperation immer mit einem Universitätspartner. Das heißt, die Hochschule Reutlingen hat ja kein natives Promotionsrecht, sondern ist hier dann auch strukturiert mit entsprechenden Kooperationen, die wir dann durchführen mit Partneruniversitäten. Und mit diesen Partneruniversitäten können wir dann entsprechend dann eben auch diese Promotionsmöglichkeiten umsetzen. Vorteil dieser Art der Gestaltung ist auch, dass wir ein breites Portfolio haben. Wir kooperieren mit der Universität Stuttgart natürlich, aber auch mit vielen anderen Universitäten, der Uni in Rostock. Wir haben Doktoranden dann auch an entsprechenden Universitäten im Ausland, letzten Endes an verschiedenen Standorten in Deutschland. Und das ist etwas, was entsprechend dann auch eine breite Bandbreite ermöglicht, sodass wir tatsächlich auch für die verschiedenen Themen, die wir hier abdecken wollen, dann auch letzten Endes dann entsprechenden Zugang dann anbieten können. Ne? Wichtig ist hier einfach, wenn Sie sowas interessiert, dann frühzeitig dann einfach mal den Kontakt zu suchen und entsprechend zu schauen, mit dem Prof mal zu reden, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, wie man dann entsprechend auch ein Thema gemeinsam spezifiziert oder einfach mal allgemeines Interesse zu signalisieren. Das kann auch nach Ihrem Studienabschluss noch passieren. Wir hatten gerade erst jetzt den Fall, dass eine Absolventin des DBM
Masterprogramms dann nach einem Jahr wiedergekommen ist und gemeint hat, sie will jetzt doch noch promovieren und gibt es nicht gerade eine Stelle. Und ja, gerade jetzt ist sie quasi zum Monatsanfang, zum 1. Mai dann auch hier eingestiegen in das Programm. Insofern gibt es hier keine festen Bewerbungszeiten oder so, sondern letzten Endes ist der Einstieg jederzeit möglich dann, wenn man einfach eine geeignete Betreuungskonstellation dann auch gefunden hat, in der man sich dann gemeinsam weiterentwickeln kann. Ne? Das ist das Promotionsprogramm. Dazu gibt es natürlich auch, wie zu den ganzen anderen Programmen, auch Informationen auf unserer Website. Insofern einfach hier mal vorbeischauen und dann kann man da sicherlich auch noch das eine oder andere finden oder eben im Nachgang Kontakt zu uns aufnehmen. Ne? Ja, soweit. Das Promotionsprogramm gibt es dazu spezifische Fragen, ne? Dann würde ich kurz einmal fragen, wie es mit den Kosten aussieht, wenn man das über ein Partnerunternehmen macht, das vielleicht jetzt nicht die Kosten für diesen Doktor übernimmt. Also im Promotionsprogramm ist es so, dass wir heutzutage keine DBA-Programme haben. Also es gibt ja den Trend im Bereich Promotion auch sogenannte Doctor and Business Administration-Programme zum Beispiel umzusetzen, die dann tatsächlich so ähnlich wie so ein Weiterbildungsprogramm auch kostenpflichtig sind. So etwas haben wir bei uns am HHZ momentan noch nicht. Kann sein, dass es irgendwann mal kommt. Aber momentan ist es nicht der Fall. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage ist, das Programm kostet nichts. Ja, sondern ist letzten Endes nicht kostenpflichtig. Natürlich entstehen quasi, wenn man so möchte, Rahmenkosten, zum Beispiel für Konferenzbesuche und dergleichen. Da haben wir häufig die Vereinbarung jetzt mit Praxispartnern, wenn wir einen Doktorand aus der Unternehmenspraxis haben, dass zumindest dann eine Beteiligung in irgendeiner Form an Reisekosten dann praktiziert wird, wenn es um irgendwelche Konferenzbesuche geht. Das ist ja manchmal nicht so günstig, ja, dann einfach diese Konferenzen auch entsprechend zu bereisen, eigene Forschungsarbeit vorzustellen, aber halt erforderlich für eine erfolgreiche Promotion, ne? Aber es gibt keine Programmkosten im klassischen Sinne. Keine weiteren Fragen zur Promotion. Also auch hier, wie gesagt, wenn Fragen da sind, einfach uns kontaktieren oder wer möchte, kann auch die Doktoranden kontaktieren, ne? Einer ist ja auch hier gerade im Call. Ich sehe den Stefan Trieflinger, der ist auch so einer derer, die eines dieser Programme hier gemacht haben und später dann bei uns dann hängen geblieben sind in der Promotion. Also insofern kann man ihn dann sicherlich auch nochmal direkt kontaktieren, ne? Ja, sehr gerne. Ich würde auch meine E-Mail-Adresse in den Chat reinschreiben. So viel dazu. Ich habe es nie bereut, hier geblieben zu sein. Es macht unglaublich viel Spaß. Wenn Fragen auftauchen oder einfach jemand mal quatschen möchte und erfahren möchte, wie ist das Doktorandenleben so einfach mir kurz eine Mail schreiben. Dann würde ich entsprechend einen Call organisieren. Hervorragend, ja. Gut, dann sind wir aus meiner Sicht von meinem Part eigentlich durch. Ich würde das Wort natürlich dann nochmal an den Christian Decker übergeben, ne?